Ich will aber noch nicht ins Bett gehen. Nein, ich will nicht. Inventar, Waffen. Wir packen erstmal ein paar Waffen da rein, die wir nicht brauchen, damit wir so ein bisschen Platz wieder haben. Butterhammers der Stürme. Kennys blutige Keule kommt auch da rein. Steinhammer kommt da rein. Die Axt des Aufhaltens kommt da rein. Winterstab kommt da rein. Großschwert des Kriegers kommt da rein. Das kommt da rein. Kann ich eigentlich alles da reinpacken, warum? La la la. Langschwert des Kriegers auch. So, Ausrüstung. Ausrüstung. Warte, im Lager haben wir irgendwie was Nekromantenartiges? Nee. Nee, haben wir nicht. Gut, Ausrüstung. Alienhelm brauchen wir nicht. Klosterbrudermütze brauchen wir jetzt auch nicht mehr. Alienanzug auch nicht. Nein. Knappenhandschuhe. Haben wir das Knappenkostüm schon? Nee, ne? Goth-Kostüm kommt auch mal weg. Den Duba weg da. Das auch weg. Trainingshandschuhe weg. Swat-Sachen lassen wir mal drin. Spielmannshandschuhe lassen wir auch mal drin. Förster-Handschuhe, Förster-Kappe. Das kann noch weg. Abwehrstulpen, die ganzen Stulpen, Kämpfersachen können auch weg. Spielmannshandschuhe, ja, kommen die Spielmannssachen brauchen wir jetzt auch nicht unbedingt. Knappenhandschuhe kommen also auch erstmal weg. Nur die Sachen lassen wir einmal drin. Weil Nekromant möchte ich einmal testen, also möchte ich mal anziehen. SWAT brauchen wir eventuell noch gegen Al Gore. Und die Nekromanten, die sammeln wir erstmal. Förster. Fehlt uns auch noch ein Teil. Egal. So, wir gehen nochmal eben auf Waffenaufsätze. Da haben wir die ganzen Level 2 Sachen, können wir erstmal da reinschmeißen. Toter Vogel, Zahnstocher. Wir haben nämlich davon auch wieder sehr viel gesammelt. Mal die Level 3 auch gleich mit rein. So. So sieht das Ganze schon viel besser aus. Wir haben ja theoretisch schon alles ausgerüstet. Kostümflicken, Pfeil und Bogen kann rein. Wir brauchen Teiler nicht, wir brauchen das nicht, wir brauchen das nicht. Wir packen da auch wieder die ganzen Low-Level-Sachen rein. Das brauchen wir nicht. Hier nehmen wir die ganzen Level 4er dazu. Und schon sieht das ganze Inventar aus wie ein bisschen leerer aus. Können wir noch Level 6er dazu knallen? Elfentreue. Ja, können. Ja. Ah, lassen wir es so. Gut. Ja, können wir da. Was war das letzte? Kram, achso, Kram. Kram brauchen wir eigentlich nicht lagern, wo? Den verkaufen wir ja sofort wieder, wenn wir können. So, wir haben 4 neue Freunde: Lemmy Wings, Fosse, Bill und Kyle. Alter, Al Gore, boah, Alter, du bist schwul. Fosse, gefällt das? Meinen die mich oder meinen die Al Gore? Ah, ich freue mich schon, wenn wir Level 12 sind. Dann holen wir uns eine Spezialwaffe. Oh, die klicken wir auch mal einmal alle durch hier. Ich frage mich jetzt, ob wir Hausarrest bekommen. Oder ob wir nicht Hausarrest, kein Hausarrest bekommen. Werden wir also auch erst gleich alles erfahren, wenn wir geschlafen haben. Oh ja, das sind wieder ein paar Dollar. Gut, Gruppe können wir derzeit nicht auswählen. Mir gefällt. Echt, die beiden kriegen wir auch noch dazu. Kyle und Cartman. Ich würde bei Stan bleiben. So, okay. Noch was zu machen. Ich möchte ein bisschen malen. Mehr geht nicht. Hallöchen. Blub, blub. UPS hat geliefert. Die Lieferung ist endlich angekommen. So, alles klar. Dann schlafen wir eine Runde. Good night, my little gumdrop. Hope you're enjoying all the peace and quiet in our new home as much as we are. Uns gefällt es hier sehr gut. Unser Bude sieht aus wie Sau und Vater ist nicht gerade begeistert davon. Was? Was?
underpants. Yum, yum, yummy, tum, hey. Time to go to work, work all night. Search for underpants, hey. We won't stop until we have underpants. Yum, yum, yummy, tum, hey. Oh, shit, he's awake! What? This kid is awake! What the fuck do we do? Oh, fuck. I guess we gotta kill him. All right, fuck it, let's kill him. Alles klar, Alter, die Unterhosenwichte. This hat's going straight up your ass. Was? Was? Lol. You are so fucked. Magic, bitch. Alles klar. Ich dachte, er holt jetzt Schlafsack raus. Unterhosenwichtel, Alter, was? Alter, 15.000, Mann. Kann man das nicht normal auch machen? 15.600? Nettes Gesicht, also freut mich, das zu sehen. So, jetzt hauen wir mal den platt. Alter, 15.600, Mann, was? Was ist nur los hier, ey? Ja, das waren sie. Meine Unterhosen sind gerettet. Ich werde jetzt nicht ernsthaft geschrumpft. Was? You fucked with the wrong now. Nimm ich einfach den hier. Suck on that. Alter. Wir machen fast das gleiche wie vorhin. Oh! Aha! Ich bin eingefroren und brenne. Toll. Sehr schön. Der brennt auch gleich wieder. Oh, der hat gesessen. Habe ich zu spät gehabt. Viel zu früh abgewehrt. Ah, weißt du was? Direkt drauf da. Machen wir den mal. Der brennt. Alter, mit dem habe ich gar nicht gerechnet, mit dem Angriff. Ey, was war das? Ich brauche einfach nur einen kleinen. Von dem haben wir sowieso alles mehr als genug. Also reicht es, wenn wir einen davon nehmen. Gib ihm auf die Fresse. Und er ist gleich down. Wo ist denn eigentlich der Magier, der Zauberer? Kann ich den nicht irgendwie... Ach, da sind die verschwunden. Wichtelhandschuhe, Ausrüstung. Perfekt, wir gehen da einfach mal mit rein. Mit dem Kopf durch die Wand, klatsch. Alter, was zum Fick ist hier, Alter? Deine Mausefalle, was? Alter, ach da... lol. Super lässer Cheval als Waffe bekommen und einen Wichtelhelm. Simon, können wir uns das schon gleich anziehen? Alter, die Ratte. Was? Alter, was? Verpiss dich, Alter. Alter, das ist so krank, das Spiel. So, wir haben die Ratte erledigt. Es ist aber wirklich so. Wir erledigen die Ratten ja wirklich so. Es ist ja nicht so, dass es jetzt gefaked ist oder sowas. I just sometimes feel like we should tell him the truth. Why? So we can relive it all in his head? It's better that he can't remember. But if he really has this
gift, he's going to discover it again on his own anyway. And then they'll try and use him for his gift, and he'll become a weapon. They won't stop looking for him. We have to keep everything secret, even from him. I'm so frazzled. Will you just make love to me? Of course I will, darling. Alles klar, wir lassen ihn am besten mal alleine. Alles klar. Alles klar, das Liebesspiel geht weiter, sehr schön. Können wir ihm Bescheid sagen, dass wir hier sind? So, wir klettern erstmal hier hoch, gucken wir mal, was wir hier oben machen können. Alter, sind die laut, ey, leck mich am Sack. Könnte ich das nicht mal ein bisschen leiser machen hier? Futzgranate. Ah, ich dachte, das geht vielleicht. Batsch auf den Kopf. Alles klar. Die interessieren sich wohl nicht so viel für Feuer. Habe ich so die Vermutung. Ich konnte nicht abwehren, WTF. Ich kann nicht abwehren, was? Was? Wieso kann ich nicht abwehren? Was ist los? Was zum Fick? Alter, das sind ja richtig gesicherte Sicherungen. Wir haben die kompletten Wichtelsachen an bekommen. Also können wir jetzt auch die Wichtelsachen anziehen. Wir gehen erstmal, Alter. Meine Fresse, sind die laut, ey. Geht ja gar nicht. Mann, 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 Mann. So, dann schauen wir mal, ob wir das hier vielleicht darunter schießen können. Sehr schön. Schnauze. Ich muss doch irgendwie hier die Drachenschrei vielleicht. Ich möchte, dass das sind ja Funken, ne? Dass die vielleicht im Furz entzünden können. Na, das funktioniert eindeutig nicht. Nehmen wir mal den Quietscher. Das funktioniert auch nicht. Ach, warte. Ach, ich bin ja auch so blöd, Alter. Ich kann doch hier hoch, ey. So. Ratz, ich müsste mal da durch. Du lässt mir wohl keine andere Wahl. Oh, da ist ja noch eine. Nee, noch eine will ich jetzt nicht bekämpfen. Ich renne oben rüber. Alles klar. Dementsprechend ist es jetzt nur noch eine. Die können wir fertig machen. Das ist kein Problem. Die kriegen wir hin. Hallöchen, Ratte. Ja, regenerieren hat die an, okay. Naja, hatte sie an. Meine Fresse, ey, könnt ihr das nicht ein bisschen leiser machen, ey? Das geht ja gar nicht hier. Mein Gott, ich muss das ja zensieren hier. Nee, 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 nee. Mann, 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 das ist ja hier der Wahnsinn, ey. Wichtelspitzhacke, leck mich doch, Alter. Aha. Alter. Gut, einmal bitte alle weggucken, die noch keine 18 sind. Yeah, fuck me.
Alter Schwede, ey, leck mich am Socken. So, wir gucken erstmal hier nach, was hier alles so. Ach du Scheiße, sie sind am Schlüpfer klauen. Alles klar, wir müssen wieder gegen die Zwerge kämpfen. Es sind nur noch drei. Alter, im Hintergrund, boah, das geht gar nicht, Mann. Das geht gar nicht. Okay. Oh, jetzt kommt er wieder mit seinem Sandsack da. Ah, nicht ganz abgewehrt. 61, willst du mich verarschen? Naja, egal, der ist gleich weg. Der brennt auf, fröhlich weiter. Er konzentriert sich. Er ist down. Er ist auch down. Jetzt geht das nur mit dem Saftsack, der da die ganze Scheiße aus seinem Sack holt. Was? Damit? Ey, ich wollte angreifen. Ich wollte mich gerade für einen Angriff vorbereiten. Alter, das wird eng, ey. Das wird saueng. Heilige verfickte Scheiße. Er ist down. Jawohl, wir haben es gewonnen. Wir haben es gewonnen. Wir haben es gewonnen. Sehr schön. Hä? Wieso liegt hier nur ein Zwerg? Lol, die anderen sind einfach weg. Die sind wahrscheinlich hier unten. So, das Ganze wird jetzt erstmal zensiert. Alter, da werde ich gleich bei dem auf dem Bett gespawnt, Alter. Alter, das Knallen, das scheppert ja vielleicht, ey. Alter, was? Alles klar. Was? Ah, ich bin gedebufft. Das hätte ich mal sehen müssen vorher. Ah, ich bin gedebufft. Na, nicht gut. Da. Das einmal nehmen. Jetzt mache ich Damage. Hä? Wieso mache ich immer noch keinen Damage? Dann mit dem Bogen kommen. Dann haben wir neu eingewidert. Oh, Alter! Quicktime Events! Alter, was? Alter, von Hoden erschlagen, Mann. Von Hoden erschlagen, Digga, ey. Wie geil ist das denn? Wie geil ist das denn? Okay, wir nehmen jetzt erstmal den hier. Den Knochenbrecher. So, jetzt haben wir alles, was wir machen können, bei ihnen dran. Bluten, angewidert und Feuer. Alter, was zum Fick geht hier ab, Mann? Ich probier's nochmal ohne. Diesmal mit der Fähigkeit hier. Ow! Those underpants look a little loose. 1700 hat er noch. Ah, die Abwasser hätten sie umdrehen müssen. 200. Ah, ich muss doch was nutzen. Ich muss doch einen kleinen, ganz kleinen, ganz niedlichen kleinen Gesundheitstrank nutzen. Der ist nämlich doch voll. Dann können wir den auch nutzen. Dann ist er. Ist da wieder was zu holen? Alter, wir können den echt nur mit Fähigkeiten besiegen, ey. Mit reinem draufkloppen geht das nicht. Alter, was? Schon wieder von Hoden erschlagen, oder was? Holy man, oh. Nicht für Kinder unter 18 Jahren geeignet. Keine Jugendfreigabe, ne?
15, willst du mich verarschen? Dann. Was? Ich hab nicht genug Mana. Wieso ist meine Mana weg? Was? Ah, nehmen wir das hier, komm. Home Run. Sehr schön. Ach, mir egal, er ist down. So, easy. Alter, was? Ich würde mal sagen, da waren die fertig. Alles klar. Wo wachen wir denn jetzt auf, Alter? Bei denen im Bett oder was? Alter Verwalter, ey. Nee, wir sind wieder bei uns. Was ein Traum. Was ein Traum. Wir sind Level 12. Das wollte ich die ganze Zeit. Level 12 werden, das war mein Ziel. I-Point, oder was? Neue Quest, Bündnis schmieden, alles klar, wir möchten uns aber, ich möchte mich aber jetzt erst richtig geil damit vorbereiten. Neue Quest, Phase 1. Ich bin in Unterhosen unterwegs. Hallo Mom, hallo Dad, ich gehe raus. Es sieht ja alles wieder gut aus. Ich habe ja wieder keinen Hausarrest. Das war ja über Nacht. Ich möchte erstmal zu Kart. War das bei Cartman? Oder war das bei den Elfen? Warte mal. Das war Cartmans Haus, genau. Dann gehen wir erstmal dahin. Ich will mich erst... Okay, was ein Riesending. Erst neu kleiden. Ich möchte mir jetzt... Ah nee, ich wollte mir das Samurai-Schwert holen. Also, lol, das war das Haus, WTF. Also manchmal, die Map, die ist ja echt komisch. Da wollen wir hin, ja, alles klar, gut. Können wir das hier öffnen? Ne, wir brauchen immer noch den Garagenschlüssel. So, wir gehen jetzt hier rein in den zum Cooper Keep, damit wir die Fahne nutzen können. Ja, nicht vergessen, wollten wir immer machen, ne? Einmal den und einmal den hier. Schubididubididu, haben wir auch genommen, perfekt. Wir sprinten einfach mal durch, Hallöchen. Und in den Garten. So, wir haben keine Waffen mehr bei ihm, aber noch die Ausrüstung, die Kahnstulpen. Aber wir verkaufen erstmal Kram. Damit wir den Scheiß erstmal loswerden. Oh, die Dinger bringen richtig viel Kohle, Alter. Alter Verwalter, leck dich am Sack, geil. Richtig geil, dass die Dinger so viel bringen. Ey, Stapel verkaufen, Stapel verkaufen, Stapel verkaufen, Stapel verkaufen. Bei diesen zwei lohnt sich das dann nicht, wenn man da den ganzen Stapel verkaufen möchte. Fischstäbchen, die hatte ich gestern. Die waren sehr gut. Haben mir sehr geschmeckt. Oh, wir kommen an die 100 ran. Alter, das Armband weg damit. sonst gibt es doch Probleme. Rechtlich Probleme hier. Sehr schön. So, das verkaufen wir auch mal direkt alles. Einmal die Stapel verkaufen. Ich würde mal sagen, $40 haben wir gemacht. Gut, wir werden uns dann mal ganz kurz woanders begeben, und zwar dahin. Genau, er fährt gerade Auto. Das ist sein Motor. Der klingt so. Das ist völlig normal. Ja, meine Aufwertung verfügbar ist mir bewusst, aber ich möchte wirklich erst die Sachen holen. Dann eventuell El Gore fertig machen. Der geht mir schon lange auf den Sack. Da möchte ich schon lange den Strich vor die Rechnung machen. Ihm einen Strich durch die Rechnung machen. So. Alles klar. Gut.
Scannet meine Freunde, was geht ab? Wir sind hier, ja, Mann. Leck mich, Alter. Ja. Laber nicht so viel. Nein. Nein, die sind erst ab Level 14. Erst ab Level 14. Schade, schade, schade. Erst ab Level 14. Okay, wir gucken mal ins Inventar rein. Wir haben einen super... Mal 9? Was? Alles klar, wir ändern das Ganze mal. Wir machen hier einfach mal... Die klicken wir mal an hier. So. Ablegen und ablegen. Und klicken jetzt mal auf den Superball. Ändern wir das mal eben ganz kurz. Was haben wir denn hier? Level 5, 15 Schockschaden. 50% Widerlichkeitsschaden. Oder 50 Feuerschaden. Wenn wir Widerlichkeitsschaden, dann können wir immer abwechseln. Heilige Scheiße, ey. Look at the cheese. Gut, wir machen uns da wieder raus. Dann war das doch bei den Elfen. Wieso habe ich eigentlich Schlafanzugssachen an? Ey, ich wollte ihn schlagen. Ich bin nicht ganz weit rüber gekommen. Nein! Schnauze, yeah! Der Ball, Alter, der sieht so lustlos aus. Der sieht einfach so langweilig aus. Ja, unsere Schule war daran schuld, oder was? Ups, da, so. Alter, was? Alter, der hätte fast Jimmy rausgehauen, Mann. Der hätte fast umgehauen, Mann. Das geht gar nicht. Gut, also, wir müssen uns woanders hin begeben. Wir gehen jetzt mal zu den Elfen rüber und... Ach, hier können wir wieder kaputt schlagen, hier. Wir brauchen Geld. Viel Geld. Die Kahnstulpen werden um die 60 bis 70 kosten. Aber wir wollen ja noch eine wunderschöne Waffe haben. Die braucht natürlich auch noch Geld. So, hier ist Kyles Haus. Wir gehen einfach mal direkt hinten hin. Ich hoffe, es geht jetzt nicht direkt in den Auftrag. Ach, Mann. Ich mit Schlafanzugsachen, ey. Humans and elves of Sauron. A great evil has descended upon us. After researching last night, I believe we are facing a threat to our entire world. Clyde's Fortress of Darkness is over 4 stories tall. So far, he has recruited at least 50 warriors to be on his team, and he is... You have something to say, wizard? Nothing. Just think it's kind of funny how drow elves in the Middle Ages can use PowerPoint. You guys, this is serious! Clyde is attempting to raise an army of darkness. I believe he is messing with something he cannot control. He has recruited many of our friends, and so... Our only hope is for our 2 factions to join forces. Fuck that! We do not team up with fucking elves! You got a better idea, wizard fatass? After what you elves did to us at the Battle of Wormsley Woods? You think we'll ever trust you? Yeah, you tell a butter. That was Jimmy's fault and he apologized. Oh, we're apologizing now. How about we apologize for breaking the rule about using arcane fire magic? Yeah. Hey, that was the human's rule, not ours. Join forces, my paladin ass. Only good elf is a dead elf. Alter Schwede, ey. Suck my elven dick, butters. Enough! Whether we are human or elf isn't gonna matter one bit if all of Zaun is taken over by German zombies. We saw what that green stuff does. We better figure out a way to stop Clyde or there won't be a world to fight in. Even if we join forces, we don't have enough warriors. So we recruit more factions to join us. The Pirates, the Federation, and the girls. The girls? Was? The girls? The girls are not gonna fucking play with us. Yeah, dude, we can't convince girls to do this. No, but maybe the new kid can. The new kid has a power we have yet to understand. He makes friends on Facebook faster than any we have seen. He is really good at getting Facebook friends, I'll give him that. Find a way to get the girls to side with us, Commander Douchebag. I'll deal with the other factions. Oops. The rest of you? Return to your stations and prepare for war. Huzzah! Oh, wie schnell die Stühle weg sind. Kyle als Begleiter freigeschaltet. Sehr schön. Cartman als Begleiter freigeschaltet. Rekrutiere die Mädchen. Freundschaftsanfrage von von Cartman. Ich hatte ihn noch nicht mal als Freund, Alter, was? Ja gut, alles klar. Ich suche jetzt da Shop. Was geht ab? So, Waffen. Seine Waffen waren Kampfbogen und Langbogen.
Die sind beide nicht so stark. Und das Schwert. Schwert des Endes. Das Level 12er Schwert des Endes. Wir gönnen es uns. Und wir gucken mal ganz kurz. Nein. Ausrüstung. Förster. Da gehe ich doch lieber zurück. Da gehe ich lieber zurück. Und schwuppdiwupp, einmal nach da. Ja, Mann. Einmal nach da, holen wir uns jetzt die Kahn-Sachen. Ausrüstung. Die Kahn-Stolpen. Kahn-Helm. Kahn-Rüstung. Und jetzt, meine Lieben, wir kleiden uns um. Aber vorher machen wir eben die Waffe klar. So. Das Ding macht deutlich mehr Schaden, deutlich mehr Schaden. Wir nehmen auf jeden Fall den Feuer... Ah, es ist schade, dass der Feuerschaden da nicht mehr mit dabei ist bei dem Schwert des Endes, aber das ist top, das Schwert. So, das legen wir ab. Wir gehen auf das Schwert des Endes drauf. Und machen hier den Feuerschaden rein. Was haben wir hier sonst so... Angriffe entfernen, zusätzlich 3 Stellen. Okay, naja, das ist jetzt nicht ganz so. Das ist schon ganz nice. Bis wir die Level 14 erreicht haben, dann holen wir uns die richtig fetten Brocken. Uah, weg damit. So. Unterhose als Helm. Lässt Feinde kotzen, wenn sie sich dir nähern. Uah. Wir nehmen die Kahn-Sachen. Das haben wir hier gerade drauf. Warte, ändern. Wir haben hier gerade Nahkampfschaden für 50 zusätzlichen Schaden dran. Legen wir mal ab. Das kommt dann bei der Kahnmütze dazu. Das war das hier? Nein, das war das nicht. Das war auch nicht das. Das auch. Hä? Das war das. Okay, wir klicken mal eben alle an, dass hier die Ausrufezeichen weg sind. So, dann gehen wir mal zu den nächsten Sachen, und zwar die Rüstung. Pyjama, Alter. Passt wieder nur eins rein. Was haben wir hier drin? 20% mehr Geld und 15 Rüstung. Schwächt feindliche Angriffe. Den holen wir uns gleich wieder. Den anderen lassen wir einfach weg. 20% mehr Geld ist jetzt erstmal nicht so wichtig. Ändern wir. Und das war, glaube ich, der hier, genau. Und zuletzt die Kahn-Stulpen. Was haben wir hier für Mönch? Bei den Mönchstulpen drin. Versucht 10% mehr Schaden durch einhändige Waffen. Das legen wir ab. Ziehen die Kahnstulpen an. Und jetzt gucken wir mal ganz kurz. War das? 10% mehr Schaden. Wir gucken mal, was wir sonst gerade hier so haben. Das ist wieder so Aufladung. Darauf habe ich keine Lust. Feinde, die im Nahkampf erleiden bis zu 25 Schaden. Ich glaube 10%. Achso, Bogenschaden. Okay. Frostschaden, ja, das kann man. 10% mehr Schockschaden. Nehmen wir das erstmal. So. Wir sind einsatzbereit mit unserer Waffe, uns einem mächtigen Feind zu widersetzen. Elgor, deine Stunde. Was zum Fick geht da ab? Hat geschlagen. Wir ändern trotzdem mal eben ganz kurz, zu Home hier, eine Freundschaftsanfrage. Cartman ist jetzt auf unserer Seite, Elgor wird jetzt rausgeschmissen. Unsere Gruppe, wir haben jetzt alle frei. Wir schauen mal ganz kurz, Cartman mit Feuer. Sammeln, spornt die Gruppe für den Kampf an. Kai ruft einen Geist aus dem Eisignorn herbei, der deine Freunde angreift, der deine Feinde angreift. Ruft starken Wind herbei, der Dreck in die Augen der Feinde weht. Kann man machen. Ich bin aber immer noch, glaube ich, für Stan. Todesmarkierung. Stan zeigt mit dem Laserpointer des Waldläufers auf den Schritt des Ziels und lässt Sparky angreifen. Diskus der Macht. Das ist, okay. Was kann Cartman nochmal? Magische Rakete trifft Cartman.
Das Ziel mit einer mächtigen magischen Rakete. Flammschlag besprüht die ersten zwei Feinde in einer Reihe mit Feuer. Ziel fängt bei perfekter Durchführung an zu brennen. Brennende Wolke. Cartman entzündet seine Belehrung mit Explosiven. Okay, den ich...